Hallo Leute, herzlich willkommen und zurück zu Catherines Erinnerungen. Diesmal werden wir im Moorland suchen. Ich kann euch gleich sagen, wo ich die Nummer 10 gefunden habe. Was war da hinten an den Leuchtturm? Und wir wollen den ab hier anfangen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Den ersten habe ich schon entdeckt. Der ist genau hier gegenüber bei dem Festplatz. Das sieht man. Und ich werde ab hier auch immer, muss ich euch jetzt sagen, weil die Videos werden dann, glaube ich, lang, wenn ich alles absuche. Ich habe es ja schon beim ersten reingeschrieben gehabt, dass ich so gesagt schneide, wenn das Video zu lang ist. Und ich werde es immer schneiden. Ich werde die Reitwege so sagt weglassen. Und dann würde ich sagen, nur die Fundorte und dann später die Sache mit Linda. Na gut, dann erstmal los, würde ich sagen. Und ab jetzt werde ich immer stoppen. Das wären jetzt 1 und 2, die ich gefunden habe. 1 Festplatz, 2 das hier. Nummer 3. So, hier ist dann der nächste. Ist die Nummer 5. So, und hier ist das nächste. Haben wir Nummer 6. So. Hier ist der nächste. Okay. Nee, das Pferd will hier nicht absteigen. Will hier nicht auf. Gibt es alleine holen. Das ist der Nummer 4. Da haben wir schon das nächste. Erwischt. Das ist Nummer 9. Und jetzt fehlt Nummer 8 noch. Und hier ist der letzte. In der Mulde drin bei den Nimes Hochland. Hier zwischen Zirkus und. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, weiter nach Catherines verlorenen Erinnerungen zu suchen. Komm doch bei mir vorbei, wenn du nächstes Mal in Jarlheim bist. Noch eine Erinnerung, fertig, was? Es macht Sinn, dass Catherine starke Erinnerungen an Morlandstall hat. Schließlich war das Land hier. Reiten wir zusammen nach Morland und finden heraus, was die Vergangenheit uns zu erzählen hat. Hier hat alles angefangen. Die erste Erinnerung in Catherines Tagebuch. Fangen wir hier hinten an. Catherine hat ihre Pferde so nahe gestanden,
Man erkennt, dass Aedins Geschenk stark in ihr war. Ich frage mich, warum der alte Jasper keine Pferde mehr auf seine Farm hält. Ist doch seltsam, findest du nicht? Hm. Ja, schon. Anscheinend erzählt der alte Jasper Catherine etwas. Glaubst du, sie haben damals hier gelebt? Das Land hat früher mal den Woolbrooks gehört, du ja genau weißt. Und kann ich ihn in der Vergangenheit überhaupt noch alter Jasper nennen? Mich sieht er immer noch wie der alte Jasper aus. Ich bleibe bei alten Jasper. Ist das Thomas Morland? Er sieht hier so alt aus wie Justin es. Wie Justin es gerade ist und genau. Beholfen. Das muss das erste Treffen zwischen Thomas und Catherine sein. Ich habe den Eindruck, dass Catherine sehr, sehr für ihren zukünftigen Ehemann interessiert. Nicht jede große Liebe beginnt auf den ersten Blick, schätze ich. Das stimmt allerdings. Du hast es geschafft, die Erinnerung ist komplett. Ich sollte uns sicherheitsweise halb jetzt in der Gegenwart zurückbringen. Ich kann nicht reden. Autsch. Wir haben alles aus der Erinnerung erfahren. Tagebuchseite ist wiederhergestellt. Gehen wir nach Hause. Wie sah das gerade eben aus? Mein Pferd. Nicht mein Pferd steht noch im Schalheim. Und ich sitze jetzt hier alleine. Egal. Leute, man hört und hört sich bis zum nächsten Folge auf Wiedersehen.